Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht's ums Thema Snapshots, aber nicht wie sonst die Snapshots erklären oder was da zeigen, sondern wie spiele ich überhaupt Snapshot? Wie kann ich die Version testen, die quasi neu rauskam? Das ist ganz einfach. Ihr macht euch einfach ein neues Profil, klickt auf New Profil, beziehungsweise wenn ihr eins habt, was ihr nicht braucht oder so für Snapshots, klickt ihr Edit Profil. Ich habe hier bereits ein Snapshot 2, weil ich bereits ein Snapshot 1 Profilnamen habe quasi. Ist ja egal, wie ihr das nennt, irgendwie Testversion, Snapshots oder so. Und der wichtige Punkt, Enable Experimental Develop Version. Da müsst ihr den Haken reinmachen. Dann kommt so ein Fenster. Ob ihr das wirklich machen wollt, die Versionen sind teilweise nicht stabil und können eure Welten beschädigen. Also da müsst ihr darauf achten. Spielt normalerweise nicht die Testversion in euren Hauptwelten, weil da können teilweise richtig massive Fehler kommen und wenn ihr Pech habt, könnt ihr die Welt nicht mehr starten oder sowas. Kommt zwar selten vor, aber normalerweise sind es so kleine Bugs, aber es kam schon vor. Deswegen sichert eure Welt vorsichtshalber zwischen oder also eine Kopie erstellen oder so oder macht einfach neue Welten, um die Sachen zu testen. Und ja, so, Haken reingemacht. Das war falsch. Jetzt könnt ihr hier noch auswählen, Snapshot oder Use Latest Version. Also hier könnt ihr die ganzen Versionen auswählen, auch die Pre-Version. Ja, ich mache meist Use Latest Version, dann aktualisiert er automatisch, wenn ein neuer Snapshot da ist. Sollte der halt buggy sein oder so, könnt ihr halt auch auf den vorherigen zurückgreifen. Und dann einfach Save Profile. Normal müsst ihr dann hier Download stehen, wenn ihr das erste Mal eine Testversion spielt. Und dann müsst ihr einfach auf Play klicken und fertig. Ja, das war's auch schon eigentlich. Viel Spaß mit den Snapshot-Versionen und bis zum nächsten Mal. Ciao.